Was geht, meine Freunde? Ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute wieder um ein Review, speziell um ein Review von dem E-Bike. Anders als sonst bin ich heute mit dem E-Bike unterwegs. Bin hier mit dem Focus Sam Squared 6.8 von 2022 am Start und ich will euch einfach mal näher bringen, was meine Fahreindrücke sind. Weniger jetzt Datenblätter vorlesen, ich finde das immer recht langweilig. Lieber noch ein paar Action-Clips einfügen und viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, es hilft euch weiter und let's go! Ich habe das Rad in Größe L gewählt. Ich bin 1,82 groß und ja, ich habe tendiert zwischen M und L. Aber die M war mir dann doch ein bisschen kurz mit 450 mm Reach. Und ja, ich kann schon mal sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Wahl. Die M wäre auf jeden Fall zu klein gewesen. Und mehr dazu gibt es aber noch bei den Fahreindrücken. Was habe ich geändert an dem Rad bisher? Also ich habe ist quasi noch alles, wie es ausgeliefert wurde. Ich habe nur Tubeless auf Tubeless umgebaut. Das ging alles super problemlos. Also das Tubeless-Band war bereits montiert. Die Reifen halten super dicht, auch die Felgen. Kann ich mich nicht beschweren. Und ich habe noch Volumenspacer gekauft, da mir der Dämpfer doch ein bisschen schnell durchrauscht so zum Ende. Könnte es ein bisschen progressiver sein. Das werde ich noch testen. Wird auf jeden Fall besser dadurch, bin ich mir schon sicher. Genau, und natürlich wie immer bei meinen Rädern, danke an Tobi von Easyframe, ist der Rahmen foliert, also sowohl Hinterbau als auch Hauptrahmen sind komplett mit Schutzfolie versehen. Ist einfach cool, dann kann man immer mit dem Lappen drüber gehen, auch wenn noch ein bisschen Dreck drauf ist, hat nicht so den Stress, lässt sich besser verkaufen, ist natürlich geschützt und ja, einfach cool, coole Sache. Danke Tobi. So. Komme ich mal zu den Fahreindrücken. Prinzipiell für einen Appel, es funktioniert super solide, ne? Hat halt 170 mm am Heck. Das heißt, im Wiegetritt merkt man auf jeden Fall, dass Effizienz verloren geht. Also dann nutzt man teilweise einen Federweg dann bis zu 50% aus und ja, fühlt sich einfach nicht so toll an. Und am Sitzen ist es echt solide, kann ich mal sagen. Die Sitzposition ist sehr bequem und ich komme total steile Rampen damit hoch, also ist echt krass. Weiß jetzt nicht, ob das wirklich jetzt speziell an dem Rad liegt oder einfach, weil es ein E-Bike ist. Ich denke auch eher einfach, weil es ein E-Bike ist, aber ich bin zufrieden damit. Ich brauche eigentlich nicht mehr und genau, so viel kann ich dazu sagen. Solide für das Gewicht auf jeden Fall. So, Downhill-Performance, das interessiert wahrscheinlich die meisten, denn das Rad ist mit 170 mm an der Front und am Heck natürlich auch eher ausgelegt für Bergab-Fahrspaß. Und das liefert es auch, muss ich echt sagen. Das Rad ist sehr, oder wirkt schon sehr lang und durch das hohe Gewicht natürlich auch sehr träge. Und auf Highspeed-Passagen ist das Rad echt eine Wucht, sage ich mal. Also auch durch die hohe Trägheit liegt es einfach super satt und es verschlägt einen nicht so schnell, auch wenn man jetzt irgendwo das Hinterrad wegrutscht oder so. Es bleibt einfach wie so eine Bahn auf der Schiene. Das ist echt cool. Hingegen bei engeren Trails, ich versuche das mal so ein bisschen einzufangen, muss man brutal aktiv arbeiten, um enge Kurven rumzukommen einfach. Also das ist echt eine Umgewöhnung, auch vor allem jetzt verglichen zu einem normalen Rad. Es sind halt auch einfach 25,8 Kilo ohne Pedale, dann noch Pedale, vielleicht noch eine Wasserflasche. Dann kommt man da auf knapp 27 Kilo. Das ist auch für ein E-Bike schon eher schwer. Genau. Und das merkt man auf engen Trails auf jeden Fall. Läuft. Mal Federweg checken. Den Hip hier nehmen wir natürlich auch noch mit. Ah, herrlich. Jetzt geht's hier runter in die Rinne. Step up. Step down.
Bunny Hop und ja geil. Zum Fahrwerk in Sachen Downhill Performance habe ich schon, wie eingangs erwähnt, bei den Komponenten gemerkt, dass mir der Dämpfer relativ schnell durchschlägt. Deswegen habe ich jetzt noch mal ein paar Volumespacer organisiert und die werde ich mal noch einbauen. Und ich denke, dann wird es auch noch mal ein Stück besser. Aber so bei 30% Sack liegt die Kiste auf jeden Fall schon ziemlich gut. Also da ist der Grip da und vor allem die Reifen auch haben mich echt überzeugt. Ich bin früher nicht so Schwalbe gefahren. Ich war eher so mit Michelin Specialized unterwegs und ja, ich habe nicht gedacht, dass die Reifen so gut sind. Noch ein Wort zur Sprungperformance. Muss ich auf jeden Fall sagen, da ich jetzt auch, das ist mein erstes E-Bike, ich kann es nicht ganz so gut vergleichen, aber im Vergleich zum normalen Rad merkt man schon echt die Trägheit. Also so Sachen wie Whips, Tabletops, irgendwelche Knickknacks etc. pp. Oder mal auf dem Trail irgendwie nochmal ein bisschen irgendwie das Heck anheben, um vor einer Kurve irgendwie besser reinzukommen. Das ist alles sehr behäbig und ja, eingeschränkt möglich, kann man einfach so sagen. Aber das Rad hat auch seine Vorteile. Also ich schaffe einfach in einer kurzen Zeit viel mehr Abfahrten und die machen trotzdem Spaß. Als kleines Fazit fange ich mal mit den Nachteilen an zum Rad. Der größte Nachteil ist offensichtlich das hohe Gewicht. Ne? Also mit 25,8 bis 27 Kilo so ist das Rad einfach super schwer. Und das merkt man auch auf dem Trail, kann man nicht anders sagen. Das heißt, wer ein spritziges E-Bike sucht, spritziges E-Bike ist natürlich schon irgendwie so ein bisschen im Gegensatz, aber für ein E-Bike ein spritziges Rad sucht, ist hier sicherlich eine richtige aufgehoben. Genau, der sollte sich da was anderes suchen. Komme ich mal zu den Vorteilen. Es hat natürlich nicht nur Nachteile und genau auch das hohe Gewicht hat auch einen gewissen Vorteil. Also bei Highspeed ist das Rad auf jeden Fall super, kann ich echt empfehlen. Es verschlägt einen nicht so schnell durch das hohe Gewicht. Die Geo von dem Rad ist auch sehr gut, also ist sehr ausgewogen. In offenen Kurven rutscht mir nie irgendwie nur die Front, sondern meistens fangen Front und Heck gleichzeitig an zu rutschen. Also spricht dafür, dass die Gewichtsverteilung sehr gut ist. Bin ich also sehr zufrieden. Und ja, die Preis-Leistung würde ich sagen, ist auch echt okay bei dem Rad. Und das ist auch ein sorglos Paket. Also sicherlich das hohe Gewicht führt auch dazu, dass die Komponenten einfach ein bisschen robuster sind. Ne? Und für mich ist das kein Racebike. Ich will einfach damit schnell viele Abfahrten in kurzer Zeit absolvieren, Spaß haben. Und das habe ich mit dem Rad, kann ich echt einfach nur so sagen. Also bin super zufrieden. Das war es auch schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet ein paar hilfreiche Informationen rausziehen. Und falls das Video euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und haut ein paar Videoanregungen in die Kommentare oder Fragen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, würde ich sagen. Ciao, ciao!